Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Stauvermeidung, das sind zentrale Forderungen der mobilen Gesellschaft von heute. Die Vernetzung von Fahrzeugen untereinander und mit der Verkehrsinfrastruktur, die sogenannte Vehicle-to-X-Kommunikation, wird den Verkehr von morgen sicherer und flüssiger machen. Der ständige Austausch von Informationen zur Verkehrssituation sowie die unmittelbare Warnung vor Gefahrenstellen wird in einigen Jahren ganz selbstverständlich zur Mobilität gehören und den Komfort und die Sicherheit der Menschen noch weiter erhöhen. Um das zu ermöglichen, hat sich das Forschungsprojekt Converge gegründet, bestehend aus 14 Partnern der Automobilindustrie, der Elektronik-, Telekommunikations- und Softwarebranche sowie aus der Wissenschaft und Straßenbetreibern, um ein System zu entwickeln, das den Anbietern und Nutzern von Diensten intelligenter Verkehrssysteme sowohl die technischen Möglichkeiten als auch den ökonomischen Rahmen bietet. Die Beteiligten haben sich vernetzt, um von 2012 bis 2015 mit einem Projektvolumen von ca. 18 Millionen Euro einen entscheidenden Beitrag hierzu zu leisten. Die Vorlage für kooperative Systeme des intelligenten Verkehrs liefert das Internet. Um unterschiedliche Systeme, Techniken und Organisationen zusammenarbeiten zu lassen, sind gemeinsame Schnittstellen, Regeln und Standards nötig. Diese zu schaffen, ist das Ziel des Converge-Projekts. Basierend auf Erkenntnissen vorausgegangener Forschungsprojekte wie Aktiv und SIMTD wird eine neue Kommunikations-, Dienste- und Organisationsarchitektur entwickelt. Converge integriert und erweitert verschiedene Kommunikationssysteme zur gezielten Informationsverteilung nach Geografie, Gruppen und Themen und das unabhängig von Zugangstechnologien und Nachrichtentypen. Hierzu definiert Converge eine Architektur, in der die Beteiligten miteinander interagieren und schlägt ein Regelwerk für die Organisation und den Betrieb vor, unter besonderer Berücksichtigung der Datensicherheit. Converge berücksichtigt sowohl technische als auch ökonomische Aspekte, um mögliche Hindernisse frühzeitig zu identifizieren und entsprechend zu beseitigen. Das Ergebnis ist ein Vorschlag für eine marktfähige Organisationsstruktur. Somit schafft das Forschungsprojekt eine Basis für die Organisation und den Betrieb eines koordinierten, offenen, erweiterbaren und dezentralisierten Vehicle-to-X-Systemverbundes. Das Besondere des Converge-Projekts ist die Gleichberechtigung von Technik, IT-Sicherheit, Organisation und Ökonomie, möglichst unter Verwendung bereits existierender Konzepte. Eine weitere Besonderheit offenbart sich beim Blick in die Zukunft, denn richtungsweisende Technologieentwicklungen, speziell im Bereich der Kommunikation, können leicht in die Converge-Lösung integriert werden. Das Forschungsprojekt Converge steckt Rahmenbedingungen für neue Geschäftsfelder in der Kommunikation rund um den Verkehr ab und erarbeitet Handlungsempfehlungen für neue Teilnehmer. Je mehr Straßenbetreiber und Servicedienstleister Informationen aus dem fließenden Verkehr gewinnen und weiterverarbeiten, umso wirkungsvoller wird die intelligente Verkehrsführung. Nutznießer sind neben den individuellen Verkehrsteilnehmern die Unternehmen, weil sie effizienter wirtschaften können. Die Gesellschaft, weil die Verkehrssicherheit erhöht und Prozesse verbessert werden. Sowie letztendlich auch die Umwelt, da die Belastungen reduziert werden. Converge, ein Forschungsprojekt für die sichere Mobilität von morgen.